Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum Finale von The Legend of Zelda, The Link to the Past. Denn das letzte Mal haben wir Aghanim bezwungen, aber Ganon ist uns geflohen und diesen, ja, werden wir jetzt zur Strecke bringen. Ihr seht, ich habe ganz viel Geld verloren, liegt natürlich einfach daran, dass ich zur Vorbereitung jede Menge blaue Tränke gekauft habe. Ich habe quasi nur noch blaue Tränke, alles andere brauche ich nicht. Ich bin eigentlich nicht der Freund der blauen Tränke. Weil entweder braucht man Mana oder man braucht Leben, aber beides gleichzeitig ist eher sehr selten. Allerdings für den Endboss finde ich, ist es vollkommen okay, das zu benutzen. Deswegen legen wir los. Wird vielleicht eine kürzere Folge als sonst, aber ist ja auch fast schon so. Wer hätte gedacht, dass ein kleiner Streich wie du so viel Ärger macht? Ich kann es nicht glauben, dass du mein zweites Ich, Aghanim, zweimal besiegt hast. Habe in mir hast du deinen Meister gefunden. Das Triforce bringst du nie und nimmer. Ich werde dich vernichten, zertreten wie eine Fliege. Dann werde ich der Herrscher über beide Welten sein. Und dabei beginnt der Kampf. So, hier können wir noch wunderbar mit Schwert drauf kloppen. Ihr seht, klopp, klopp, klopp. Er schlägt nur so ein paar Mal mit seinen Stäbchen zu. Und läuft halt irgendwo hin. Und macht hier diese Feuerfledermäuse. Währenddessen könnt ihr dabei super treffen. Oh, das haben wir jetzt getroffen. So, jetzt kommen sie nämlich, die Feuerfledermäuse. Sind mehr nervig, als dass sie was machen. Aber jetzt kommt hier die nächste Phase und zwar wird die jetzt nach und nach den Boden zerbröseln. Ihr seht, nächste Schicht. So. Einmal Feder noch. Also er macht hier wirklich ein Loch hier rein. Das war schlecht, ich habe nicht getroffen. Ganz schön tapfer, Junge. Aber gegen meine Kampftechnik bist du am Ende machtlos. So, jetzt macht ihr diese Feuerfledermäuse. Das Blöde ist nur, jetzt fängt er so langsam an und macht hier ein bisschen auf... hier, ne? Mysterious Pete. So, jetzt könnt ihr nämlich... Ah, verdammt, das war schlecht. Jetzt könnt ihr nämlich nur noch mit den Pfeilen treffen. Und danach macht das natürlich wieder dunkel. Sonst wäre es ja zu einfach. Oh, das war schlecht. Ich bin runtergefallen. Oh. Ja, das habe ich ganz vergessen. Wenn man runterfällt, ne? Beginnt der Weg von vorne. Sobald Geld benommen wird, gib ihn den Silberfall den Reiz, verstanden. Ich werde trotzdem jetzt... ganz ehrlich, ich werde einfach laden. Weil, ne, das ist mir nämlich jetzt einfach zu nervig. So. Ich habe nicht mehr nachgespeichert. Wie ungeschickt. So, ich werde das Gespräch einfach nochmal speichern. Ne, aber den machen wir ruhig von vorne. So schwer ist er ja nicht. So, diese Phase mit nur Stab ist relativ einfach. Weil er nicht wirklich viel dagegen zu setzen hat. So, jetzt machen wir mal Finne hier. Alter Finne. So, ein bisschen hier nach oben unten. Ihr seht schon, ist nicht sonderlich schwer, außer wir laufen natürlich rein. Oh, jetzt macht er hier seine nette Phase. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall uns nicht in das Loch reinfallen lassen. Jetzt hör mal auf hier. Fühlt sich auch so ein bisschen, der Drecksack. Das ist kein Drecksack, ne? So, ich habe ja genug dabei. Ach, Mensch. Das hat doch eben nicht so gemacht, oder? Das ist eben auch schon so gemacht, nee. Oh, 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 oh.
Nein! Das ist jetzt... Ah, das war jetzt knapp. Okay, die hat er eben nicht rausgepackt, ne? Och, ne, komm. Ne, nix. Also, ich will den Weg einfach nicht laufen, das ist alles klar. Ich werde jetzt wieder gehalten und so ein Zeug. Aber ich habe jetzt echt keinen Bock, jedes Mal wieder von vorne zu machen, ne? Also, die Weg lang zu laufen. Hallo? Ja, trifft mich jetzt ein paar Mal, das ist mir eigentlich egal. Ich würde ja am liebsten direkt bei ihm stehen bleiben. Hä? Ja, Perspektive ist in diesem Spiel ganz fürchterlich, ganz ehrlich. Die ist teilweise so schlimm. Ja, ja, spring, mach deinen Rotz. Ja, super fair, ne, dass wir direkt bei ihm reinfallen, ne? Teilweise kann man sich auch nicht wehren. Das ist ein bisschen doof in dem Spiel. So, jetzt macht er wenigstens den Sprung. So, zweite Phase. Ganz schön tapfer. Bla bla bla. Ich glaube, ich speichere jetzt auch nochmal nach der zweiten Phase. Ich weiß, es ist eigentlich ein bisschen einfacher. Wir vereinfachen es uns hier, aber ich möchte nicht jedes Mal, wenn ich runterfalle, alles machen. So, brauchen wir die Silberpfeile. Dankeschön. Schön. So. So. Oh, manchmal ist das echt ein bisschen nervig. La 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 la. La 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 la. Wie viel Leben habe ich? Ich habe keine Ahnung. Genug, um fast zu sterben. Kriegt einfach einen auf euer Wohl. So, der macht jetzt irgendeinen Quatsch. Das kann er von mir aus machen. Schön. Ihr seht, er ist eigentlich relativ einfach, wenn ihm nicht die ganze Zeit das Feuer ausgehen würde. Nein! Ah, Entschuldigung, ich mach die quasi jetzt nicht zweimal. Das einfach, weil es so nervig ist. Also bis dahin jetzt nicht, ne? Also... Ach okay, das war doch getroffen. Ihr merkt, er ist eigentlich ein bisschen... Er kann nervig sein. Aber ihr könnt seinen Angriff eigentlich relativ einfach ausweichen. So, dann macht er es wieder so. Zack, 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 zack. Jetzt lassen wir mal auch ein Feuerding hier los. Danach ist er kurz gelähmt, ihr seht's, das heißt, lass ihn ruhig da stehen. Das war's schon. Ihr seht, er ist eigentlich relativ einfach. Jetzt haben wir mit einem Trank, glaube ich, sogar geschafft. Und es wird dunkel. Aber wir sind der Held. Der Held von Battenfeld. So, eigentlich mehr nervig als störig, aber ansonsten, ne? 3D! Das erste 3D-Zelda! Yeah! Sei willkommen, Link. Ich bin das Wesen des Triforce. Die goldene Macht. Das Triforce wird dem Wesen alle Wünsche erfüllen, welches es berührt. Handelt es sich dabei um jemand mit reinem Herzen, werden gute Wünsche wahr. Handelt es sich aber um jemanden mit einer dunklen Seele, wer ein böser Mensch war. Welche Seele habt ihr? Je stärker der Wunsch, umso mächtiger die Erfüllung dieses Wunsches durch das Triforce. Ganon wollte die Welt erobern, so wurde aus dem goldenen Land die Schattenwelt. Hier konnte Ganon seine Macht vergrößern. Mit dem Ziel, auch Hyrule zu erobern. Doch du allein hast Ganon besiegt.
seine unheilvolle Macht und die Schattenwelt verschwand. Nein, nicht ich, sondern ich mit euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haha, jetzt schon mal an dieser Stelle. Das Triforce ist bereit für seine neuen Gebieter. Halte diese Macht in deinen Händen, denn du bist der Auserwählte und hast alle Wünsche offen, die du jemals haben wolltest. Berühre das Triforce mit einem sehnlichen Wunsch in deinem Herzen. Liebe und Frieden auf der Welt. Ich glaube nur, dass dieser Wunsch nicht erfüllt werden kann. Die Rückkehr des Königs, Hyrule's Schloss. Oh, da ist der König, das ist Zelda, die Weisen und Ritter, dieses Mal mit anderen Helmen. Der gute Priester erlebt wieder in der Kathedrale. Hallo Priester, ist wieder am Lesen hier, guckt euch das mal an, mit Brille und allem. Zahasrallas Heimkehr. Kennen wir alles ja schon. Sehr schön. Sehr schön. Die Geier in der Wüste. Auch diesen plötzlich lieb und ergreifen es nicht mehr an. Hallo Wüste, hallo Geier. Ach, das ist der Truhenmann. Jetzt öffnet der andere Truhen. Der kleine Dieb hier. Ich hab dich gesehen. Haha, kannst du dich verstecken. Der Ball und sein Freund im Bergpalast. Ich bin mal gespannt, wie sie echt aussehen. Sehen wirklich ein bisschen aus wie ein Ball und so, ne? Dein Onkel ist wieder genesen. Dein Zuhause. Er hat dein altes Schwert wieder. Wir haben natürlich das Masterschwert. Und ein Riesenschild. Flossen zu verkaufen. Nur heute für 3 Rubine im Zoras Wasserfall. Ich finde das wirklich ein bisschen sehr schön an Zelda, dass man am Ende immer nochmal alle Charaktere sieht, alle Nebencharaktere, die man getroffen hat, die man geholfen hat. Wie zum Beispiel die Hexe und ihre Schülerin im Magieshop. Ich glaube zumindest, dass es eigentlich eine Schülerin sein sollte. Kein Typ. Ich weiß nicht, ob es ein Typ ist oder nicht, aber naja, sehen wir mal. Und auch die zwei Holzfäller der Holzfällerhütte sind dabei, den nächsten Baum zu sägen. Denn jetzt, wo ja alles da ist, können sie den ganzen Wald roden und irgendwann werden sie da das Masterschwert selber wiederfinden und vielleicht der neue Link werden. Ich bin jetzt eigentlich Mario und Luigi. Der Junge spielt wieder aus seiner Flöte in der Waldlichtung. Es ist also kein Baum mehr und auch sein Vater ist noch da. Sehr schön. Die Königin der Feen, Brunnen der Wunder. Ist das ihre Schwester auch da? Es waren ja eigentlich zwei. Sieht nicht so aus, ne? Eine normale Fee. Okay. Die wackeren Schmiede schmieden wieder freudig vor sich hin in der Schwertschmiede. Hallo. Sieht immer nur aus wie Zwerge. Ganz ehrlich, ich glaube, das sind Zwerge. Die Dorfbewohner, alle in Kakariko. Da sehen wir den komischen Diebtyp oder was es war. Die immerkehrende Kehrfrau mit ihren Hühnern. Die Geizkrägen, der nette Mann und der Bienenfängerjunge, der jetzt auch wieder geheilt ist, ist nicht mehr krank. Der verirrte alte Mann auf dem Todesberg, der war verirrt. Wie hat er, ist er an den Flöcken vorbeigekommen? Der kann natürlich einfach dran vorbeigehen, oder was? Und der Dieb in den Wäldern klaut wahrscheinlich immer noch. Auch wenn es verlorene Wälder sind, aber er klaut bestimmt immer noch. Hallo Dieb. Und das Masterschwert, es ruht für immer. Oder sollte man sagen, für immer? In Fragezeichen? Denn dass das Masterschwert für immer ruht, das glaubt ihr und ich nicht. Denn Link kommt wieder, genauso wie Ganon und Zelda immer wieder kommen. Ein ewiger Konflikt mit dem Bösen. Denn Weisheit, Kraft und Mut werden immer benötigt werden. Produzent Hiroshi Yamauchi. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspricht, deswegen lass es lieber gleich mal sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen dieses ersten Let's-Retro-Projekt, auch wenn es ein bisschen bisschen viel Zeit zwischen mal ein paar Monate zwischen Folge 6 und 7, war das so? Oder 7, 8, irgendwie sowas, ne? Also quasi zwischen Lichtwelt und Schattenwelt war ein bisschen Zeit dazwischen, das tut mir sehr leid. Aber immerhin ist es jetzt da, es ist komplett durchgelaufen. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß daran.
Ich hoffe, falls ihr irgendwelche Herzteile noch gesucht habt oder sowas, habt ihr die, die jetzt meine Hilfe finden? Und hat ein bisschen bessere Chancen durch das Spiel oder hat einfach nur so freudig zugeschaut, das ist natürlich auch angenehm, wäre natürlich auch super. Tja, habt ihr selber gespielt? Wenn ja, wie gefällt es euch? Oder wie gefällt euch das Gesehene, falls ihr es nicht gespielt habt? Ist ja schon ein etwas älteres Hühnchen. Ein dritte Zelda überhaupt. Ne, der dritte Teil der Zelda-Reihe für Super Nintendo erschienen. War mein erstes Zelda. Und das ist jetzt das erste Spiel, was mir selber gehört hat. Oder mir allein gehört hat, besser gesagt. Und ich hatte damals schon viel Spaß damit. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich schwerer als andere Zeldas. Das hat mich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Weil man zum Beispiel als Referenz das neue Zelda nimmt, Between Worlds, was in derselben Welt spielt, das ist erst auf Held ähnlich schwer wie das hier, aber immer noch ein Tacken einfacher. Außer der Anfang, der ist tatsächlich da schwieriger, aber ansonsten halten sie sich eigentlich so ein bisschen die Waage. Aber naja, sehr schönes Spiel. Und naja, vielleicht kommt irgendwann mal auch Ocarina of Time zum Beispiel oder ein anderes Zelda. Wird aber noch was dauern, denn jetzt erstmal müssen wir was anderes. Let's Retroen. Und was es ist, weiß ich noch nicht. Zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht, aber wenn ihr diese Folge seht, werdet ihr es natürlich schon wissen, denn am nächsten Tag des Let's Retro-Kalenders wird ja schon ein neuer Titel für euch hier an dieser Stelle, an diesem Platz auf euch warten. Und ich hoffe, auch da seid ihr wieder vollzählig dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir doch einen Kommentar da, wie euch das Let's Play im Gesamten gefallen hat. Und ja, einen Daumen hoch würde ich natürlich auch wie immer freuen. Bis demnächst und ich hoffe, meine Stimmen waren nicht alle so scheißlich, weil sie waren vielleicht gut, vielleicht auch nicht. Und Susanne Pohlmann und Atsuko Matsumoto haben den deutschen Text bearbeitet und übersetzt und so weiter. Wahrscheinlich war Atsuko Matsumoto der Übersetzer für die Susanne. Wer weiß das schon. Und es gibt noch besonderen Dank an Michael Friesel, Angelika Raugus, Nabuo Okajima, Kiyoshi Koda, Hironobu Kakui und Shigeki Yamashiro. Und dem Spielverlauf 8. Hyrule's Burg 0, Burgverlies 1. Ostpalast 2, was heißt das? Wüstenpalast 1, Bergturm 3, was heißt denn das? Schattenwelt, Level 1, die Schattenwelt 003, Level 2, der Sumpfpalast 1. Das war Level 1? 3, der Skelettwald 1. Drachenstatue 1, was heißt das? Eispalast 1, Wüstensee 1, Zeldas Verlies 1, 0, Gensturm 1, was heißt denn das bitte 1? Versuche insgesamt 16. Was heißt denn das? Habe ich da neu geladen oder was? Ich habe keine Ahnung, aber wir haben das Ende erreicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao, was auch immer Versuche insgesamt heißt.